Auf der gesamten Welt gibt es jährlich die seltsamsten UFO-Sichtungen. Pro Jahr werden um die 100 neue UFOs gesichtet und gemeldet. Menschen gucken zum Himmel und sehen dann seltsame Objekte. Objekte, die sie nicht zuordnen können, die über den Himmel in einer unglaublichen Geschwindigkeit hinwegziehen, die sich komisch bewegen und die scheinbar alle Naturgesetze außer Kraft setzen. Diese Menschen sehen am Himmel Objekte, die scheinbar außerirdischen Ursprungs sind. Alleine in Deutschland gibt es meistens um die 12 Fälle pro Jahr, wo Leute eben UFOs gesichtet haben. Sobald Menschen dann ein UFO sehen, rufen sie meistens die Polizei an und teilen ihre Sichtung dann mit. Die meisten Sichtungen sind auch gar nichts Besonderes. Häufig sehen Menschen Flugzeuge und schätzen die ganze Situation falsch ein, oder sie sehen Wetterballons am Himmel, oder auch zum Beispiel neuerdings viele Drohnen, die sie sehen, werden als UFOs eingeschätzt. Menschen interpretieren in das, was sie sehen, häufig zu viel rein. Doch das bedeutet nicht, dass jede UFO-Sichtung, die gemacht wird, gleich bedeutet, dass sie falsch ist. Es gibt Sichtungen, die bis heute unerklärlich bleiben. Und dies ist besonders der Fall, wenn eben diese Sichtung vom Militär und der Regierung selbst gemacht wird. Heute soll es um 3 besondere Videos gehen. Denn es hieß vor kurzer Zeit in einer Schlagzeile, die überall verbreitet wurde, dass die US Navy mittlerweile 3 UFO-Videos als echt erklärt hat. Die US Navy hat UFOs gesichtet und diese Videos sind mittlerweile veröffentlicht und gelten auch als bewiesenermaßen UFOs. Was dahinter steckt, möchte ich jetzt einmal für euch aufklären. Das Ganze ist wie folgt. In den Jahren 2014, 15 und 2017 wurden UFOs von der US Navy gesichtet. Bei Routineüberprüfungen des Luftraums, wo verschiedenste Piloten der Navy geflogen sind, bemerkten sie auf einmal, dass bei ihnen noch etwas war. Ein weiteres Flugobjekt war bei ihnen gewesen, das nicht hätte da sein sollen. Das bekannteste Video dieser 3 ist aus dem Jahr 2014, denn dort hatte ein Pilot der Navy plötzlich ein anderes Flugobjekt bemerkt und dies dann mit seinem System verfolgt. Er hat es auch tatsächlich geschafft, dieses Flugobjekt auf seine Systeme zu kriegen und mit der Kamera zu verfolgen. Er filmte, wie dieses Objekt sich bewegte und das in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Man sieht, wie das Objekt Manöver macht, die kein normales Flugzeug hinkriegen sollte. Es stürzte plötzlich aus einer recht normalen Haltung hinab aufs Meer und flog dann über 3 Kilometer in die Luft. Es war unfassbar mit anzusehen, wie dieses Objekt Schleifen flog, im Zickzack hin und her geflogen ist und plötzlich in Überschallgeschwindigkeit verschwand. So nennen es jedenfalls manche Quellen. Man hört sogar noch den Piloten der US Navy, wie er sagt, was zur Hölle ist das? Dies ist eins der meistgeklickten Videos der 3, die nun veröffentlicht wurden, und es soll tatsächlich ein UFO zeigen, ein Objekt, welches nicht erklärt werden kann. Die US Navy hat dazu insofern Stellung genommen, dass sie gesagt haben, dass sie nicht erklären können, was sie dort gesehen haben. Diese Bewegungen, die dieses Objekt gezeigt hat, sind nicht natürlich. Kein Flugzeug, das wir kennen, könnte so ein seltsames Manöver fliegen, könnte plötzlich hinabstürzen und dann quasi im steilen Flug nach oben wieder schießen oder in einer so hohen Geschwindigkeit verschwinden. Doch jetzt ist eine Frage ganz wichtig. Wieso hat die US Navy überhaupt diese Videos veröffentlicht? Niemand hat sie ja dazu gezwungen. Die Sache sieht wie folgt aus. Diese Videos wurden 2014, 15 und 17 aufgenommen und sollten unter Verschluss gehalten werden. Es gibt mittlerweile 3 Dokumente, die belegen, dass diese Videos nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten. Sie sollten unter Verschluss gehalten werden, sodass niemand da draußen davon erfährt. Doch auf bisher noch ungeklärte Weise haben es diese 3 Videos es geschafft, an die Öffentlichkeit zu kommen. Irgendwer hat die Videos mitgenommen und gepostet, sodass jeder sie sehen konnte, und im Internet haben sie sich dann wie Laubfeuer verbreitet. Doch was kann man hier jetzt dazu sagen? Sind das tatsächlich UFOs, die wir auf diesem Videotape sehen?
Um ehrlich zu sein, ist es schwer, dies zu beantworten. Ich persönlich konnte keinerlei Antworten finden, was für ein natürliches Phänomen dies sein könnte. Manche UFOs sind seltsame Wetterphänomene. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Leuchtkugeln, die durch Wetterphänomene entstehen, doch all diese natürlichen Phänomene, die wir kennen, treffen nicht auf dieses Objekt zu. Kein normales Wetterphänomen kann sich so schnell und in solch seltsamen Positionen bewegen. Die Bewegungen deuten darauf hin, dass irgendetwas dieses Objekt gesteuert haben muss. Die US Navy selbst sagt nicht, dass diese Objekte UFOs sind. Sie entfernen sich ganz gezielt von dieser Bezeichnung unbekanntes Flugobjekt, um eben keine Verbindung zu Außerirdischen und Aliens und dergleichen herzustellen. Sie nennen das Ganze eher unerklärliche Luftphänomene. Es ist letztendlich das Gleiche, ob man es so ein UFO nennt oder unerklärliches Luftphänomen, beides sagt das Gleiche aus. Wir haben hier ein Objekt, das bewiesenermaßen gesichtet wurde und das absolut nicht erklärt werden kann. Eine mögliche logische Antwort, die man natürlich finden kann, ist, dass dieses Objekt letztendlich ein Militärobjekt ist. Dass zum Beispiel die US-Regierung oder irgendeine andere Regierung auf der Welt etwas Neues entwickelt hat und dort testete und plötzlich die US Navy das Ganze mitbekommen hat. Doch das ist ziemlich unwahrscheinlich, da die US Navy wahrscheinlich davon Wind bekommen hätte, beziehungsweise informiert worden wäre, dass irgendein Test bei ihnen stattfindet. Und dass irgendein anderes Land ihre neueste Technologie auf so eine komische Art und Weise in dem Gebiet der Amerikaner testet, ist auch mehr als unglaubwürdig. Und damit bleibt eben am Ende nur die eine Antwort, die aber seltsamerweise am unlogischsten klingt, und zwar, dass wir es hier tatsächlich mit einem UFO zu tun haben. Das ganze Thema ist für mich ziemlich kompliziert zu beschreiben, denn ich suche eigentlich immer nach der möglichst logischen Antwort. Nach einer Antwort, die eben nicht besagt, dass es Außerirdische sind, doch ab und zu stoße ich auf verschiedenste Quellen und Videos, die eben keinen anderen Schluss wirklich nahelegen. Was man weiß, ist, dass dieses seltsame Objekt nicht zum ersten Mal gesichtet wurde, sondern bereits im Jahr 2004 soll es eben eine solche Sichtung gegeben haben. Bereits damals soll einmal dieses seltsame Flugobjekt in einer ähnlichen Weise gesehen worden sein. Auch dort hatte es seltsame Manöver geflogen, die kein menschliches Flugzeug und dergleichen hätte fliegen können. Letztendlich bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als zu warten. Vielleicht warten wir und gucken, ob in der Zukunft noch weitere solche Objekte auftauchen und wir noch bessere Videos bekommen. Doch gleichermaßen muss man nachdenken. Die US Navy wollte nicht, dass diese Videos preisgegeben werden. Eigentlich sollten sie unter Verschluss gehalten werden. Also muss man sich einmal ehrlich fragen, was es wohl noch für Videos der US Navy gibt, die bis heute noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Vielleicht besitzen sie Videos von UFOs, die alles verändern würden. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.